Zack hat im APC nach Angel Lopez gesucht, um eine Verbindung zwischen Kelly und Zero Day zu finden. Rake konnte die Geschichten rekonstruieren. Der ehemalige Agent wollte fliehen, brach aber plötzlich ohnmächtig zusammen, nachdem ihm ein geheimnisvolles Gerät implantiert wurde. Danach brachte Clan Kelly ihn zur Southwark-Verbrennungsanlage. Begib dich dorthin und finde Angel Lopez. Hier haben diese Kelly-Gangster Angel hingebracht. Stimmt mich nicht so optimistisch. Komm schon, Kopf hoch, wir finden ihn. Es gibt ein Kameranetzwerk, über das wir vielleicht rauskriegen, wo sie ihn hingebracht haben. Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Wieder persönlich anwesend sein. Tut mir so leid. Ah! Wieder. Oh, oh. Ja. Okay, wir müssen hier alles absuchen. Oh. 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 Ernsthaft so? Jetzt? Damit gerechnet, dass plötzlich dass das Auto plötzlich explodiert. Das kann man mit ihnen klarkommen. Und Kelly. Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen. Aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Dann fangen wir dort mal an, oder? Das ist auch wieder eine Maske. Das bringt dich! Sie ist weg!
Haha. Warum sind so wenige richtig cool? Meistens sehen ja wirklich Rotz aus. Auweia, Türriegel schlägt Technologie. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Er führt entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Top. Das erste Mal, dass Susan sich so dreckig machen muss. Natürlich. Man nimmt die Organe und verkauft sie. Das ist nicht Kommissarin. Na, gehen wir uns zu erkennen? Also dann. Komm schon raus! Ich tu dir nichts. Jetzt komm endlich her. Gut, jetzt komm her. Hat sie das gewusst? Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Oh Gott, alles okay? Er wollte sie umbringen. Das war gerade noch rechtzeitig. Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Oh, Moment. Ich kenne sie doch. Sie sind Polizeiinspektor Caitlin Lau, oder? Ich habe ihre Videos gesehen. Sie haben Mary Kelly ganz alleine gejagt. Das war sehr mutig. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel... Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Nicht wirklich. Ein Freund ist aus dem EPC verschwunden. Wir sind seiner Spur gefolgt. All die vermissten Personen dachten, sie dürfen nach Hause. Widerwärtig. Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Hey, ruhen Sie sich aus. Wir werden jemanden schicken, der Sie in Sicherheit bringt. Ich werde Angel suchen und dann suche ich Ihre Dateien, okay? Sie scheinen Ihnen sehr wichtig zu sein. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um Sie dran zu kriegen. Dann sollten wir zusammenarbeiten, oder? Wir sind alle hinter Mary Kelly her. Zusammen haben wir bessere Chancen. Okay, jemand ist unterwegs, um Inspektor Lau zu begleiten. So finden wir Angel und Inspektor Laus Dateien. Suche nach Angel Lopez. Ich werde hier drin warten und danke für die Hilfe. Zusammen sind wir stärker. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Bei der ganzen Operation geht es um Organe. Clan Kelly nimmt sich die Teile, die sie brauchen können, und verbrennt den Rest. Ich glaube kaum, dass Mary Kelly wartet. Schluss damit! Sterben. Sie wirkt auf mich nicht wie die Geduld in Person. Oh Gott, was wurde Ihnen angetan? Kannst du die Gesichter rekonstruieren, Bagley? Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Er sieht doch ganz normal aus. Es ist wohl zu wenig vom Gesicht übrig. Mach ein Foto, dann gleiche ich die Hauptmerkmale mit verschiedenen Datenbanken ab. Lächeln.
Negativ. Clan Kelly muss dafür bezahlen. Mary Kelly muss bezahlen. Niemand sollte Opfer dieser schrecklichen Metzelei werden. Ach, ist das unsere Person? Übereinstimmung. Dass das wirklich Angel Lopez ist. Oh, fuck. Angel. Er kannte das Risiko und ich auch, aber hätte nie gedacht, dass der Zack in die Sache verwickelt wird. Mary Kelly bereichert sich an den ärmsten Schweinen in London. Sie ist ein Monster. Sie auszuschalten muss für der Zack oberste Priorität haben. Jetzt müssen wir Caitlin lauschen. Ich glaube, das ist die so aussieht wie Theresa May. Ich will herausfinden, ob meine Vermutung stimmt. Könnte Mary Kelly zu Zero Day gehören? Gute Frage. Verdammte Scheiße, dieser Gestank. Hey, hört ihr da der Schwanzfleisch? Ja. Wenn Menschen so verschandelt, hat es nicht anders verdient. Ihr seid Unterstützer davon. Sehr gut, du hast die Dateien. Inspektor Lau wird beeindruckt sein. Und jetzt verschwinde da, bevor jemand Hackfleisch aus dir macht. Zack, zack. Tja, offensichtlich. Tausend Etof. Der Zack, Caitlin Lau hier. Ich wollte mich bedanken. Ich wäre jetzt nur noch Anschauungsmaterial für eine Anatomievorlesung oder ein Häuflein Asche. Es freut dich sicher, dass Inspektor Lau zu einem nahen Unterschlupf gebracht wurde, wo man sich um ihre Wunden kümmert. Ich werde schon wieder. Bin noch ein bisschen verwirrt von dem, was sie mir gegeben haben. Und ziemlich überrascht, dass wir auf derselben Seite stehen. Fuck, hätte nie gedacht, dass der Zack sich mit einem Bullen verbündet, oder? Naja, einem Ex-Bullen. Aber ich bin froh. Wir geben alles, um Mary Kelly zurückzuhalten. Genau. Ihr habt die Organisation, ich die Information. Und die Unterstützung einiger mächtiger Leute. Wenn wir das in einen Topf werfen, können wir sie ausschalten. Mary Kelly ist kein kleiner Fisch. Schick eine Einladung raus, Bex. Wir müssen uns die Dateien zusammen ansehen und einen Plan schmieden. Ich stimme mich mit Inspektor Lau ab und bereite ein Briefing vor. Ah, Kellys neuer Export. Mission abgeschlossen.